Hallihallo und willkommen zurück. Und wir wollen mal mit dem Kovac quatschen, der hat ja für uns eine Mission. Ah! Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, wurde mir die Aufgabe übertragen, aus Thermalenergie eine zuverlässige und kosteneffiziente Energiequelle zu machen. Bedauerlicherweise ist T-Energie aus subterranen Quellen zwar in ausreichenden Mengen vorhanden, um den Betrieb der Koronne sicherzustellen, verfügt jedoch über einen Reinheitsgrad, der sie für die ambitionierten Experimente, die wir durchzuführen gedenken, gänzlich unbrauchbar macht. Also, das Zeug, das wir aus dem Boden holen, das ist nicht gut genug für die Wissenschaft. Wenn Sie mich paraphrasieren müssen, um mich zu verstehen, dann ja. Jetzt hören Sie zu, die Akriden. Es gibt gewaltige Unterschiede, was die Reinheit ihrer T-Energie angeht. Manche sind von vielversprechender Reinheit, vielleicht sogar für unsere Zwecke ausreichend. Ich benötige eine Übersicht lokaler Akriden, Proben ihrer T-Energie, in der Hoffnung, dass wir einen mit einer Komposition finden, die rein genug ist. Du willst also im Grunde, dass ich Akriden umlege? Ja, ich habe die Hoffnung, mir ihre bemerkenswerte Effizienz als Killermaschine zunutze machen zu können. Lassen Sie uns mit den Sepien beginnen, diesen elendigen Kreaturen, die unsere Ankunft hier so unerfreulich gestaltet haben. Wenn Sie vielleicht etwa 20 töten und Proben ihrer T-Energie sammeln könnten, so sollte ich einen Reinheitsindex anhand der vertikalen Analysen von... 20 Akriden töten und dir den Saft bringen? Das war's? Schon unterwegs? Ich zeige Ihnen auf der Karte, wo Sie die laut der letzten Sichtungen und Migrationsmuster am besten finden. Und wenn Sie endlich stillhalten, baue ich einen Schnüffler an den Tank Ihres Anzugs an. Der sammelt nach einem Abschuss automatisch Proben von T-Energiepartikeln in der Luft, damit Sie nur noch schießen müssen. Sehr nett. Sehr nett. Welch bedauerlicher Mangel an Interesse. Kann ich so nicht sagen, weil ich habe jedes zweite Wort, glaube ich, nur verstanden, was er von mir wollte. Ich hoffe, das ging euch auch so. Hyperaktiv nennt man, glaube ich, sowas. Verarbeitung. So, dann wollen wir mal zu unserem Mech zurück. Ach, hier ist ja schon Aufzug. Das ist ja mal lukrativ. Und es geht direkt zum Hangar. Alles klar. Auch nice. Gute Spieler sollten versuchen, ja klar, Granaten ins Maul zu werfen. Das haben wir schon geschafft. Aha. Aha. Wo sind wir hier denn? Was ist das? Gehen wir doch mal gucken. Sieht aus wie die Küche. Weißt du, wie schwer es ist, eine warme Mahlzeit hier warm zu halten? Mann, wir leben immer noch von Fertiggerichten. Wenn wir was für die Moral tun wollen, lasst mich einen Garten anlegen. Wilde Tomaten, Jim. Denk mal drüber nach. Tja, ist nur ein bisschen kalt für einen Garten, wa? Oder man macht halt ein Gewächshaus oder sowas. Das geht natürlich auch. Tja, bin ich mal gespannt. Oh. Wisst ihr, warum man ihn den alten Braddock nennt? Hat nichts mit seinem Alter zu tun. Das ist ja gerade der Witzmann. Der ist in den 40ern. Seit der Kerl diese Operation hier leitet, hat er so viel am Hals, dass er in wenigen Monaten um ein Dutzend Jahre gealtert ist. Lass dir das eine Lehre sein, Bruder. Vergiss niemals, dass das hier nur ein Job ist. Du hast leicht reden. Du bist ja nur Forscher. Du könntest dich für eine Woche abmelden, ohne dass der Laden hier gleich zusammenbrechen würde. Braddock arbeitet rund um die Uhr, weil wir so jemanden brauchen. Und das nicht umsonst, der nimmt das persönlich. Alles ist auf seinem Mist gewachsen. Der hatte ja kein Pech beim Losen, er hat sich die Stelle ausgesucht, die Pläne gemacht und Nevek die ganze Sache angeboten. Der kann gut mit denen, aber der riskiert hier seinen Arsch und unseren auch. Stimmt, ich hab da mal was über das besondere Verhältnis zu Nevek gehört, wie die das genannt haben. Hatte das was mit seinem Alten zu tun? Ja. Papa Braddock hat früher bei Nevek das ganz große Rad gedreht. Was das auch heißen mag, der Typ war ein Held, eine Legende. Der hat Nevek zu dem gemacht, was es heute ist. Hey Jungs, seien wir mal ehrlich. Er hat Nevek zu dem gemacht, was es vor 40 Jahren war.
Was die jetzt am Start haben, hat wer anders verbrochen. Ah, hey Jim. Kriegen wir heute eine Revanche? Heute nicht, Jungs. Gertie und ich müssen unsere Runden drehen. Gertie? Sein Mech. Weißt du, so wie du deinen. Jim, man erzählt sich, du überholst bald LaRush auf der Bestenliste. Ach, wer zählt das schon? Das wird ja auch mal Zeit, dass einer dem Windbeutel die Luft rauslässt. Mhm. Es gibt eine Bestenliste. Nach Monaten kontrollierter Stromabschaltung, mit denen der Rekordbelastung des Netzes entgegengewirkt werden sollte, versucht der Präsident jetzt, die nationale Energiekrise frontal anzugehen. Heute Morgen stellte er sein neues Energiegesetz vor, mit dem energieeffiziente Häuser und eine alternative Energieerzeugung gefördert werden sollen. Kritikern zufolge ist das Gesetz jedoch ein Papiertiger und hat den explodierenden Energiepreisen weltweit nichts entgegenzusetzen. In der Zwischenzeit sorgen die Stromabschaltungen für schwere Störungen im privaten Sektor. Und die finanziellen Verluste steigen immer weiter. Experten zufolge ist ein Ende der Rezession nicht absehbar, wohl aber eine globale Energiekrise. Sie sehen IBA und mein Name ist Suzanne Lee. Mhm. Er brauchte was, das ihn von der Kälte ablenkt. Ich habe ihm die Gitarre meines Bruders gegeben. Für jemanden, der nie Unterricht hatte, ist er verdammt gut. Hör mal zu. Ja, Musik hatte ich ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich das auch wieder anschalten soll. Fand es anfangs etwas störend. Und auch in anderen Spielen. So, jetzt mal gucken hier. Kovac ist klar. Das habe ich ja gemacht. So, Proben ist klar. Oh Gott, Dias ist voll. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Mech. Jetzt haben wir unfreiwillig eine kleine Runde gedreht, was aber, glaube ich, auch nicht so tragisch ist. Jim, wie geht's Hank? Der spuckt mir demnächst auf den Kopf. So, wo sind wir denn hier? So. Auf zum Mech. Und dann wollen wir mal. Palim, palim. Hier müsste es auch so eine Art Turbo geben, dass der vielleicht läuft. Macht er aber nicht. Und da bin ich mal gespannt. Hey Jimmy, die Wissenschaftler haben ein Eisfreispray zusammengebraut, damit ein Mech nicht in jedem Sturm einfriert. Okay. Okay, hallo. Enteisung läuft. Durch das Spray friert dir dein Mech da draußen nicht sofort ein. Aber du bist nur bei Stürmen unter der Kardinalklasse geschützt. Verstanden? Alles klar. Alles darüber? Keine Garantie. Gut. Oh. Hey Baby, kurze Nachricht. Und mach dir keine Sorgen, aber anscheinend verliere ich so langsam den Verstand. Ich habe heute Morgen fast 20 Minuten damit verbracht, einen Hut zu suchen, den ich auf dem Kopf hatte. Diese Woche habe ich die Schlüssel in der Tür gefunden, außen natürlich, die Schuhe in der Dusche und die Zahnbürste im Kühlschrank. Denn du weißt ja, wie wichtig die Mundhygiene ist. Aber im Ernst, was ist nur los? Wenn der Kleine nicht telekinetisch begabt und böse ist und die Dinge mit Gedanken bewegt, um mich irre zu machen, dann ist deine Frau mental instabil. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Tja, ich hab die Lage voll im Griff. Ich weiß auch nicht. Lieb dich. Hm.
Hey Baby, kurze Nachricht. Und mach dir keine Sorgen, aber anscheinend verliere ich so langsam den Verstand. Ich habe heute Morgen fast 20... Okay. Ja, ich glaube, ich würde mir auch die Videos mehrmals angucken. Ja. Auf zu neuen Taten. Weiter geht's, weiter geht's. Wollte gerade schon wieder sagen, Mensch, Kinder, ist das dunkel. Aber nein, er macht Licht an. Gut. Gut so, guter Mann. Ach, Tor repariert. Nee, er baut immer noch. So. Bailey Crossing wird betreten. Oh, und da hinten stehen sie schon. Seht ihr es? Coole Sache. Der Wind peitscht hier so umher. Normalerweise dürften wir die noch gar nicht hören. Wir sitzen doch... Oh! Jim, eine Sache noch. Da ist eine Pumpe beim Treibstoffdepot, die komplett eingefroren ist. Liegt ungefähr auf dem Weg zu Shackleton's Peak. Wenn Sie sich beeilen, können Sie anhalten und sie mit Ihrem Mech vom Eis befreien. Ja. Sie können das sogar als Dauerauftrag betrachten. Immer wenn Sie eine zugefrorene Pumpe sehen, machen Sie sie frei und stellen Sie mir später die Rechnung. Oh oh, wir sehen nicht gerade gut aus. Und ich glaube, ich muss ja mal raus. Können wir die eigentlich auch aufnehmen? Die Thermalenergie? Nee, können wir nicht. Gut, hierzu müssen wir, glaube ich, aussteigen. Probieren wir einfach mal gleich, ob das geht. Nee. Ah, ich muss das vom Eis befreien. Okay. Nichtsdestotrotz sammle ich das mal hier auf. Das ist ja... Ne? Nur Bares ist Wahres. Genau das habe ich gerade gewollt, gesucht. So, komm. Alles schön aufräumen. Sauber machen. Vom Eis befreien. Das schaut da schon mal gut aus. Na komm, na komm, komm, komm. Mist, das Ding ist kaputt. Hm. Schockierend. Also aussteigen oder wie? Mal gucken, jawohl, wir müssen es machen. Dann tun wir das mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. In den Mech. Ganz schnell. Ganz schnell. Nicht gut, nicht gut. Au, au, au. Der ist nicht tot. Okay, den habe ich noch. So, was ballert denn hier auf mich? Oh. Das ist nicht gut. Jetzt schmeißt mich das Ding raus, weil es kaputt ist, oder wie? Ach Gott. So, dann wollen wir ja mal. Wow, 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 wow. Was geht die ab, die Kanone?
Das gefällt mir. So. Ich müsste jetzt die Energie bloß irgendwie auch einsammeln können. Hier ballert immer noch wer. Wo? Ach, da oben. Gut, jetzt versuche ich das mal mit dem Spind. Spind öffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es was gebracht hat. Mit dem Spind öffnen. Ich versuche das hier mal in Gang zu kriegen. Jawohl. Das sieht gut aus. Ach, von vorne wäre ich angegriffen. Komm, den greife ich mir nochmal. Gut so. Tja, dann haben wir das Ding hier auf jeden Fall erstmal schon mal repariert, liebe Freunde. Und werde hier den nochmal den Garaus machen. Keine Chance, keine Chance. Müssen wir uns das mal fix einsammeln hier. Ich habe das Gefühl, die Vorkommen hier, die verschwinden noch irgendwann. Also man darf, glaube ich, nicht zu lange warten. Genau weiß ich es nicht, aber ich werde es mal beobachten. Gut, wir haben 17 Minuten rum. Wir werden hier mal eine kleine Pause machen. Und dann werden wir da nachher mal hochgehen, um das einzusammeln. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe dich auch gleich wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.